Das nenne ich ganz klar politische Erpressung. Im strafrechtlichen Sinne nennt man das Nötigung. Mein Name ist Andreas Büttner. Ich bin Abgeordneter der Fraktion Die Linke im Landtag Brandenburg. Da bin ich zuständig für Innenpolitik und bin auch seit 27 Jahren Polizeibeamter in Berlin mit verschiedenen Dienststellen wie eine Einsatzhundertschaft oder Polizeiabschnitte. Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat Rechtsgeschichte, positive Rechtsgeschichte geschrieben, indem sie ein Antidiskriminierungsgesetz eingeführt haben. Erstmalig ist es jetzt möglich, wenn man diskriminiert wurde, dass man dann auch die Behörde, also das Land Berlin, dafür verklagt und auch Schadensersatz verlangen kann. Diskriminierung ist natürlich schon immer verboten. Das ergibt sich aus dem Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber alleine weil irgendetwas im Grundgesetz steht, heißt das noch nicht, dass es ein einklagbares Recht ist, sondern muss natürlich dann auch die gesetzliche Regelung haben, damit man vor Gericht gehen kann, um auch seine Rechte einzuklagen. Die insbesondere konservativen Kräfte in diesem Land, die CDU, CSU, Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker, nein, das sind nur Innenpolitiker, keine Politikerinnen, die sind der Meinung, dieses Antidiskriminierungsgesetz würde einen Generalverdacht gegenüber der Polizei in Berlin schaffen und es würde jetzt eine Klageflut drohen von Menschen, die vor Gericht gehen und völlig zu Unrecht erklären, sie würden diskriminiert werden. Wir haben in den vergangenen Jahren mit der Einführung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes erlebt, dass uns da auch konservative Kräfte gesagt haben, wir würden eine Klageflut bekommen. Was ist passiert? Nichts. Wir haben das Behindertengleichstellungsgesetz eingeführt, wo die gesagt haben, jetzt kommt aber eine Klageflut, passiert ist nichts. Und wir haben das auch bei der Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gehabt, wo sie gesagt haben, sämtliche Polizeibeamten würden jetzt permanent im privaten Bereich Übergriffen ausgesetzt und es würde eine Klageflut geben. Nach 5 Jahren hat der Berliner Senat die Statistik darüber, wie viele Vorfälle es gegeben hat, eingestellt, weil es gab genau jedes Jahr 0 Vorfälle. Insofern ist das einfach nur ein Popanz, der hier aufgebaut wird von CDU, CSU-Politikern und anderen interessierten Kräften, der nicht ansatzweise faktenbasiert ist. Das Antidiskriminierungsgesetz sieht auch keine Beweislastumkehr vor, so wie diese konservativen Kräfte das behaupten, sondern du musst vor Gericht gehen, wenn du der Meinung bist, du bist diskriminiert worden. Und du musst das auch beweisen. Das heißt, du musst Beweise vorlegen und den Richter überzeugen, dass es überwiegend wahrscheinlich ist, dass du diskriminiert wurdest. Erst dann muss die Behörde nachweisen, dass sie nicht diskriminiert hat. Insofern ist es völlig falsch und im Übrigen auch eine bewusste Lüge aus meiner Sicht, dass man von einer Beweislastumkehr spricht. Das ist eine Beweiserleichterung, die es schon sehr lange im deutschen Recht gibt. Das Antidiskriminierungsgesetz stellt keinen einzigen Polizisten unter Generalverdacht, sondern gibt nur die Möglichkeit, dass man gegen eine vorgefallene Diskriminierung vorgeht. Und insofern ist das letztlich an der täglichen Arbeit ändert sich da nichts für die Polizeibeamtinnen. Und es gibt auch keine Möglichkeit, einzelne Polizeibeamte zu verklagen. Man kann nur die Behörde verklagen. Insofern sollten alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten völlig entspannt bleiben und sich nicht in die Enge treiben lassen und zum Spielball politischer Spielchen machen lassen von den CDU-CSU-Politikern. Es stimmt einfach nicht. Es ist eine Lüge, wenn man ihnen sagt, dass sie damit persönlich verklagt werden können. Besonders lustig ist es, dass die CDU-Innenminister, auch der brandenburgische CDU-Innenminister, gesagt hat, er will keine Polizeibeamten mehr nach Berlin schicken und er würde das jetzt prüfen, wie das geht. Ich wünsche ihm viel Spaß bei der Prüfung, weil entweder er hat das Gesetz nicht gelesen oder nicht verstanden und er kennt sein eigenes Polizeigesetz nicht, weil im brandenburgischen Polizeigesetz ist ganz klar geregelt, dass das Land Brandenburg Kräfte zu entsenden hat in andere Bundesländer, es sei denn, in Brandenburg werden sie dringender gebraucht. Das muss er erstmal erklären, da bin ich gespannt drauf. Und im Übrigen gibt es auch Bundesrecht wie das Verwaltungsverfahrensgesetz, das das ganz glasklar regelt. Und im Koalitionsvertrag übrigens in Brandenburg ist auch verankert, dass man ein Antidiskriminierungsgesetz einführen möchte, wenn man die Erfahrung aus Berlin hat. Dazu muss Berlin aber erstmal dieses Gesetz umsetzen. Und im Übrigen finde ich es tatsächlich eine Unverschämtheit, dass der brandenburgische Innenminister das Thema auf die Innenministerkonferenz gesetzt hat. So nach dem Motto, entweder ihr nehmt das Gesetz zurück oder wir schicken euch keine Polizeibeamten mehr nach Berlin. Das nenne ich ganz klar politische Erpressung. Im strafrechtlichen Sinne nennt man das Nötigung.
Die Arbeit als Polizeibeamter in Berlin hat mir immer total viel Spaß gemacht. Ich habe das wirklich mit Herzblut gemacht. Ein bisschen wehmütig war ich dann doch, als ich freigestellt wurde für die politische Tätigkeit. Aber Polizeibeamter in Berlin zu sein, ist schon eine coole Sache. Wie war die Ausgangsfrage? Du stellst nicht alle Polizisten und Polizisten unter Generalverdacht.